Hallo, ich meine lieben Zuschauer, ich sitze schon wieder mal in einem Führerhaus und zwar diesmal vom LKW. Wir sind auf dem Weg zur Gärtnerei. Ich bin wieder mal, es sieht zwar so aus, als wenn ich fahre, aber ich bin Beifahrer. Wir fahren zur Gärtnerei und haben viele Ballen hinten drauf. Man kann die jetzt leider nicht so sehen, aber wir schauen uns das gleich von außen an. Das ist die erste Ladung vom Feld 45. Schaut es euch an. Voll beladen. Und auf dem Feld liegt noch alles voll. Das gibt einen ordentlichen Batzen Geld. Jetzt liefern wir das erste Mal an. Das ging schnell. So, jetzt muss ich die Anzeige wieder anmachen, damit ich den zurückschicken kann zur 45. So. Und zack. Ab mit dir. Der ist noch auf dem Weg nach Hause. Jawohl. Ganz schön flott. Habt ihr das eben gesehen? Da in der Mitte, oben über dem Nummernschild, blinkt das mit, wenn der bremst. Klasse. Sieht doch einfach super aus. Echt. Richtig super. Tja. Er schleicht sich wieder ganz zärtlich an hier. Aber es ist kein Gegenverkehr. Du kannst fahren. Echt. So, wunderbar. Gleich bist du zu Hause. Und hier wird noch fleißig gepresst. Oh, der hat fast die Reihen fertig. Der kommt dann gleich ins Vorgewende. Jetzt hat er es wirklich fast geschafft hier. Feine Sache. Das ist ein tolles Gespann. Zack. Ja, das geht wirklich klasse. Sehr, sehr gut funktioniert das hier. Hier liegt noch ein kleiner Rest.
Aber der wird eingesammelt, das ist schon mal gut. Da hinten ist noch ein bisschen was an Resten. Ah, hier ist er dann irgendwie ins Vorgewände gegangen, hier rechts. Sieht jedenfalls so aus. Gut, gut. Der LKW ist angekommen, sehr schön. Jetzt wird er wohl ins Vorgewinde gehen, oder? Schauen wir mal. Wird erst da vorne anfangen, oder? Nee, jetzt sammelt er nicht. Erst da vorne, wo wir gesehen haben. Ja, ich denke mal schon. Sieht schon interessant aus. Jetzt wird gesammelt. Das war tatsächlich der Anfang hier. Naja, dann ist das bestens. Dass ich die Arbeitsbreite so breit eingestellt habe. Dann nimmt er in den Ecken alles gut mit. Oh oh, und da haben wir den ersten Unfall. Ihr müsst auch so ein Frontgewicht bekommen, das nutzt nichts. Das muss ich machen. So. Gut, dass wir gerade dabei waren. Da konnten wir Schlimmeres verhindern. So, jetzt muss ich hier natürlich umstellen. Jetzt kannst du weitermachen. Siehste. Klappt doch. Naja, häufig sehe ich jetzt erstmal nichts dort, wo der da plötzlich herkam. Naja, übersehen, wisst ihr, wie es aussieht. Den habe ich wohl übersehen. Wir werden mal sammeln gehen mit dem LKW. So. Da liegt auch noch einer. Okay. Den nehmen wir gleich weg hier. So, sehr gut. Da fahren wir mal kurz ringsrum, falls noch irgendwo so ein Übeltäter liegt. Aber hier längs liegt keiner. Na, hier könnte es sein, dass er nochmal lang fährt, weil hier über so eine kleine Häufchen liegen. Da hier könnte es möglich sein, dass irgendwie was könnte passieren. Obwohl, er lag nicht dicht dabei. Auch eher eigentlich nicht. Fahren wir mal die Strecke ab, hier wo er lang fahren wird. Da ist er ja schon. Na, hier kommt jetzt nichts mehr. Nehmen wir die mal mit hier. Wenn wir schon auf der Linie sind und fahren,
So. Der liegt auch nicht sehr weit weg hier, obwohl er im Wege eigentlich auch nicht liegt. Naja, wir nehmen die äußere Linie einfach weg. Ist besser. So, den nehmen wir auch mit hier. So, gut. Da haben wir die Runde durch. Hier wird der Allweg nicht mehr lang fahren. Die Häufchen bleiben wohl liegen. Oh, hier liegt doch einiges, was nicht geschwadet ist. Donnerlittchen. Das sah eben viel aus. Na, mal schauen. Je nachdem, wie die Presse gefüllt ist nachher, wenn sie angeblich fertig ist, dann schaue ich mal, ob ich, wenn viel fehlt, lasse ich es. Wenn aber nur ganz wenig fehlt, dann werde ich sammeln. So, ich nehme jetzt erstmal das. Dann haben wir hier noch was liegen. So. Und hier liegt auch noch einer ziemlich weit außerhalb. Und das sind jetzt keine Marshmallows. Die sind nicht angezogen. Die haben keinen weißen Mantel. Und grün haben sie auch nicht. Die sind einfach nacksch. Es sind halt Heuballen. Da kriegen sie halt nichts drüber. Wir sind schon in der letzten Reihe. Noch höher wird nicht beladen, glaube ich. Naja, werden wir gleich sehen. So, ich will wieder von außen rennen hier. Ah, es ist fast Teamwork hier. Vorhin die Presse und der Schwader. Und jetzt der LKW und die Presse. Oh, hier ist ganz weit außerhalb. Na gut, da ist er ja lang gefahren gerade. Das sind halt die letzten, die jeweils gerade ausgespuckt worden sind. Wir sind voll beladen, alles klar. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich muss hier rüber. Jawohl, so ist es richtig. Können wir den schon wieder zur Gärtnerei schicken? Gut, gut. Und gute Reise. Gute Reise. Nicht an den Leitplanken hängen bleiben, wenn es geht. Gut, gut, gut. Ja, die sind alle hier angekommen, das ist gut. Der ist noch fleißig am Arbeiten. Sehr schön, die Ecken werden ausgeräumt, das ist gut.
Ich habe diesmal gar keinen Versatz reingemacht, sehe ich gerade. Aber es hat ja gut funktioniert bisher. Naja, du hast es fast geschafft. Du bist im vorletzten Vorgewende. Nur noch das letzte nachher. Dann ist die 45 Geschichte. Ja, hier ist das vorletzte Vorgewende zu Ende. Jetzt geht er gleich ins letzte rein. Das ist doch prima. Wenn wir das Feld fertig haben und abgerechnet haben, kann ich bauen. Das ist doch was. Boah, guckt euch die vielen, vielen Ballen an. Die vielen Ballen. Das ganze Feld liegt noch voll. Wir haben schon zwei LKW-Ladungen weggebracht. Das ist extrem. Auf dem Feld hier gibt es also wirklich sehr, sehr viel Ertrag. Das ist ja auch groß genug. So, schauen wir mal, wo der LKW ist. Sollte vielleicht schon da sein. Jawohl, er hat abgeladen. Da können wir ihn ja zurückschicken. 70% haben wir schon abtransportiert. Das ist ja toll. So, die 45 brauchen wir. Da. Schick mir den hin. Ich stelle das hier gar nicht um. Der kommt trotzdem an. So lange wollte ich gar nicht im Spiel bleiben heute, aber so ist das manchmal. Es hat gut geklappt hier an der Seite mit dem Schwaden. Ist nicht hängen geblieben, der Kurs war gut. Das sind die Bäume hier, wo der Zetter hängen geblieben ist und auch das Mähwerk. Da musste ich zweimal nachhelfen, jeweils. Den Schwader habe ich gleich in einem Kurs verpasst. Und das hat funktioniert. Und mit dem funktioniert es ja sowieso. Der kommt ja gar nicht bis an die Seite. Das nächste Mal muss ich dann fürs Mähwerk einen neuen Kurs machen und für den Zetter auch. Ich staune gerade, warum hier BGA Süd Gülle dran steht. Da war ich überhaupt noch nie mit dem Traktor. Mysteriös. Echt komisch.
Dort vorne liegt noch ziemlich viel. Das werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich holen. Na, mal schauen. Die Runde ist gleich fertig. Ah, der LKW kommt schon an. Er kommt angebraust. Also dieses Grün muss ich also wirklich sagen, das sieht in Metallic richtig schick aus. Das wäre in Chrom nicht so schick. Das hat so einen sanften Glanz irgendwie. Sieht schön aus. Mit dem Orange zusammen. Diesen Lichtstreifen, und das passt perfekt zu der Presse, das ist unglaublich. Die werden öfters gemeinsam arbeiten. Eieieie, ganz zum Schluss haben wir noch mal einen Fall. Aber der hat ihn vor sich hergeschoben, sehr gut. Du bist Herz, du brauchst nicht weiter. Sehr gut. Arbeit beendet. Jawohl. Dann nehmen wir mal den Kurs raus. Wie spät ist das? Oh. Das Video ist schon wieder zu Ende zu machen. Alles klar. Da werde ich mal aussteigen. Ja, meine lieben Zuschauer. Dann bedanke ich mich jetzt wieder für ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und mir einen Daumen dafür da lasst und auch einen Kommentar. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund und mir gewogen. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Eure Maritzl.